wunderbar. Ein Kran ist da. Gut, Sie sind an der Steuerung. Bewegen Sie die Schüssel ganz nach rechts, um sie in Reichweite zu bringen. Over. Richter, wir brauchen Unterstützung. Feindpilot ist immer noch aktiv bei Sender 4. Over. Unterstützung? Sie schwächlich. Unterstützung ist unterwegs. So, jetzt wird's ein bisschen. Jetzt ist Party-Time angesagt. Die armen Helfer-Roboter, die brauchen wir nicht killen. Ja. Ich hab keinen Schuss mehr. Hat irgendwer Sichtkontakt? Ja, jetzt Sichtkontakt. Wir schießen da mit einer Thermitladung auf mich. Leute, seht es. Hat das Ziel verloren? Ja, ja. Das Modul ist im Projektor der Schüssel. Ne Zweitspringer. Ja, ganz ein handliches Modul, das bringen wir in Hosensack. Missionsupdate. Uplink-Modul gebogen. Erwarte Ihre Rückkehr, Cooper. Achtung, Wartungsmodus aktiviert. Wie kommen wir denn da jetzt wieder runter? Aha, mein Schattenfreund zeigt uns den Weg. Also okay, das dachte ich mir eh so. Alpha 2-1, Lagebericht. Bitte komm! Was zum Teufel? Die alten Abwehrsquads sind eingetroffen. Erbitten Unterstützung. Stopp, langsam. Attackiere feindliche Infanterie. Shit, wie komme ich denn da rauf? Ich bin's nieder. Da oben hängen die Seile. Ich muss über das Seil runter, so wie es die anderen machen. Und da kommen mir schon die ersten Pfeifen entgegen. Das Ziel ist hier noch irgendwo. Ja, da ist das Ziel. Attackiere feindliche Infanterie. Willkommen zurück. Ich schlage vor, wir sichern das Gebiet, bevor wir mit der Reparatur fortfahren.
Das machen wir doch gehört. Das war knapp. Stalker erledigt. Kritischer Schaden. Warnung. Warnung. Geht so, das war heftig. Wie geht's dir, BT? Geht so, das war heftig. Wie geht's dir, BT? Schadensbericht. Systeme arbeiten korrekt. Und trotz ihrer Selbstbewertung, ich bin sicher, Captain Leslie Moser hätte gesagt, sie haben tapfer gekämpft, Cooper. Danke. Missionsupdate. Uplink-Modul ersetzen. Der Modulsockel befindet sich an der Oberseite dieser Schüssel. Wurf und anschließende Kletterpartie erforderlich. Okay, na wieder mal. Dachte ich mir doch, dass wir wieder mal geworfen werden. Okay. Guter Wurf. Guter Wurf, wie geht's weiter? Da drüben, wir gehen einmal darüber auf die andere Plattform. Dann mal Stufen. Das ist ja noch ein einfaches. So, der ist auch einfach. Nehmen wir uns mit. 2 von 9. Wieder schauen. Leslie ist Sloan. Was gibt's? Kane und Ash sind tot. Jemand tötet deine Söldner. Und eins unserer Funkgeräte wurde geklaut. Ich wusste, du hättest diese Idioten nicht anheuern sollen. Hey, Pilot. Hier spricht Coben Blisk. Sie haben uns zugehört, oder? Wollen den Helden spielen, was? Okay, machen Sie nur so weiter. Aber an Ihrer Stelle würde ich aufhören, den Helden zu spielen. Dann leben Sie länger. Alter, beiß dich ins Knie. So, jetzt müssen wir noch mal schauen, wie kommen wir denn da um? So, wie gehen wir da weiter? Ah, okay. Da ist der Schacht. Da drüben ist es. These are
Schüssel richtet sich nach der Installation des neuen Moduls automatisch aus. So. Dann ersetzen wir mal das Modul. Außer mit dem alten. Einer mit neuen. Und zu die Klappe. Oh, das habe ich befürchtet. BT! Habe sie. Thumbs up, Daumen nach oben. Kommen Sie zurück, dann kontaktieren wir die Flotte. Großartige Arbeit, Sir. Richter, hier ist Blisk. Ja, ja, bin schon unterwegs. Richter, Ende. Richter hier. Piloten abfangen und Zerstörung. Kümmern wir uns um die restlichen Milizeinheiten. Reaper nähern sich. Miliztruppen. Kontrollraum abriegeln. Bedrohungen geortet. Abriegelung läuft. Wir helfen von hier aus. So, wo ist er da? Der kleine Schwuch da. Anomalie festgestellt. Möglicherweise ein feindlicher Titan. Achtung, IMC-Wohneinheiten. Ich möchte jemanden befördern. Und ich will jemanden töten. Ihr habt die Wahl, wer hier sein wird. Und jetzt tötet den Kerl. Das sind ein bisschen viele Titans. Jetzt müssen wir mal kurz das machen. Brute Ronin, Bleiwand, Schrotflinte. Brute, Vierfachrakete, Termitwerfer. Halbautomatisches Geschütz, Maschinengewehr. Kämpfst du auch oder stehst du vor's Rumpf? Kumpfschaden festgestellt. Gott. Mal sehen, was du zu einem Schwertsystem sagst. Unser Reaktor ist instabil. Der Satz war dann erforderlich. Ihr habt alle den Tod verdient. Kritischer Schaden. Warnung. Ja, ihr müsst mal halt Akkus holen irgendwo. Na, dann lass mal sehen, wie du na, endlich. Mann schlägst. Du. Oder willst du weglaufen? Krankes Mondkalb, jetzt bist dran. Fetzenschädel. Ja, und ich hab natürlich. Ich hab natürlich keine Ding nix. So, jetzt haben wir mal kurz, was wechseln wir da? Granatwerfer ist ein Blödsinn, Raketenwerfer, den brauchen wir.
müssen das jetzt taktisch auch hier ein bisschen. Wir haben nicht viel Energie. Kritischer Schaden. Warnung, Warnung. Frage nur von was, bitte. Getroffen hat mir jetzt nichts. Hey, lauf nicht weg. Das Blutbad ist noch nicht zu Ende. Rumpfschaden festgestellt. So, die Raketen bringen genau nichts. Warte mal, was ist denn das? Projektilschrotflinte. Stärkerer Splitschuss entzieht Energie. Alternativ. Na wunderbar. Haha. Alternativer Schuss. Kritischer Schaden. Warnung. Warnung. Du wirst sterben und nicht dabei zusehen. Gut, irgendwie haben wir jetzt die Projektilschrotflinte, die da schmoren ist. Eigentlich wollte ich das Ionengewehr. Jetzt stirbst du, du Winzling. Kritischer Schaden. Warnung. Warnung. In den ganzen Kauf keine Batterien, bitte. Du wirst sterben und ich dabei zusehen. Kritischer Schaden. Warum? Was tut weh, nicht wahr, kleiner Mann? Fuck! Genau dann, wenn er nur mehr die strichierte Linie hat. Was für ein Scheiß. Schaden festgestellt. Super, er hat volles Leben, ich nicht. Das nenne ich vielleicht wieder mal fair. Kritischer Schaden, Warnung, Warnung. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Storage, Granatwerfer, Maschinengewehr, wir nehmen mal das. Warnung, Gruppenschaden festgestellt.
meinen Vorteil. So da, der Richter wurde gerichtet. Sehr gut. Du Schweinebacke. Super Job, BT. Pilot, ich empfehle Ihnen auszusteigen. Alle Systeme einsatzbereit. Grenier, los! Ja, Sir, Übertragungssequenz aktiviert. Es funktioniert. Signalstärke bei 25% und steigen. 60%, sieht gut aus. Aber jetzt gleich bitte. 80%. Maximale Signalstärke erreicht. Wir können jetzt senden. Jawohl. Der Strom wird übertragen. Warte auf Antwort. Hoffen wir, dass da oben noch wer ist. Hops. Hier ist Kommander Sarah Briggs, Marodeur-Chor der Miliz SRS. Identifizieren Sie sich. Commander Briggs, hier ist BT-7274. Protokoll 2. Mission fortsetzen und Flotte der SRS-Einheit informieren. Verstanden. Freut mich, dass ihr Jungs immer noch da unten seid. Wir empfangen gerade eure DAF. Die Sarah Briggs. BT-7274. Laut Datenrekorder ist ein ursprünglicher Pilot im Kampf gefallen. Korrekt. Captain Tyler Simosa wurde im Einsatz getötet. Ich bin jetzt mit einem Interimspiloten verbunden. Schütze Jack Cooper. Warte mal. Lass die Moser dich mit einem Schützen verlinken? Ja, er hatte keine andere Wahl. Ich verstehe. Wir werden dir einen qualifizierten Piloten zuteilen. Einwand. Cooper ist mein Pilot. Unsere Kampfeffizienz liegt mittlerweile bei mehr als 90%. Ja, bitte Verbindung beizubehalten. Du hast Glück, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, BT. Erlaubnis erteilen. Das ist großes Lob von einer Maschine, Cooper. Dank ihrer Scans der Lade konnten wir ihre Signatur zu einer IMC-Basis hier auf Typhon zurückverfolgen. Wir haben nicht viel Zeit. Gehen wir. Danke, BT. Coopers Logbuch. BT und ich sind wieder bei den Überlebenden der 9. Milizflotte. Commander Briggs leitet eine Mission zur Sicherung der Energiequelle der Faltwaffe, die Lade genannt wird. Die Scan-Daten, die ich von der Lade besorgt habe, zahlen sich endlich aus. Wir konnten die aktuelle Position der Lade orten. Sie ist hier auf Typhoon und wartet in einem Luftwaffenstützpunkt der IMC auf den Abtransport. Wir werden diesen Stützpunkt mit allen Titans attackieren, die wir haben. Hat eine Faltwaffe entwickelt, die imstande ist, ganze Welten zu zerstören. Aber ohne ihre Energiequelle, die Lade, ist sie wirkungslos. Wir müssen die Lade bergen, bevor sie die Luftwaffenbasis verlassen kann. Marauder Corps, Waffen ersichern! Bereit nach dem Titanfall! Auf ins Gemetzel! Warum ist Geschichte? Fällt der 6 zur Seitenlinie.
So, muss man da irgendwo Akkus aufgabeln. So, dann schaut das Ganze schon besser aus. Wo ist ein Milizteiten am Boden? Würde ja helfen, wenn ich wüsste, wo er ist. Zu viel, zu viel, zu viele und Massen durcheinander. Wir werden das auf ein neues jetzt angehen.